Herzlich willkommen zum ersten Teil, oder fast ersten Teil, wenn man so will, Grottenblitz. Ich hatte ja schon ein bisschen angefangen, die Kuhle, sprich die Drachengrotte, ein bisschen einzukleiden da unten drunter, wie ihr gesehen habt. Manchmal kommt eins zum anderen, da kann man halt das nur schwer abschätzen. Gut, wir bauen jetzt erstmal das Gebäude für den Grottenblitz. Da bleibe ich ganz stumpf tatsächlich bei diesen bayerischen Bauteilen, die eigentlich aber auch super passen. Aber was mich daran stört, man bekommt halt keine Sonderbauteile, also diese Eingänge für die Attraktion selber, die bekommt man dort nicht. So, dann suche ich nochmal, ich hatte immer im Kopf, da war irgendwo besondere Steine und das ist die raue Ziegelwand. Die kann man sehr gut benutzen als Basis, sag ich mal, als wie heißt es denn? Fundament. Ein Fundament. Mensch, so heißt es. Das ist dann immer erstmal ganz, ganz toll irgendwie, meiner Meinung nach. Sieht jetzt alles natürlich also ein bisschen viereckig aus. Es ist das Grundgerüst, also von daher. Ja, sieht es halt so aus. Oben haben sie dann, ist es dann irgendwie offen? Ich glaube, ich werde auch noch ein Dach innen drin reinziehen, damit man das nicht alles so von innen sieht. Das sieht natürlich etwas schräg aus. Also schräg im Sinne von durcheinander, gruselig. So, dieses Gebäude hat quasi zwei Richtungen, in die es geht. Also einmal in der Mitte nach vorn und hinten, in der Mitte, nach vorn und hinten und rechts und links, nach rechts und links. ja, nichtsdestotrotz, ich wollte da einen schönen Übergang hinkriegen, dann bastelt man hier diese Innenecken daran und schon sieht das Gebäude einfach ein bisschen anders aus. Ja, wie gesagt, da habe ich Fotos gemacht und Fotos aus dem Internet genommen. Hier findet man einfach keinen guten Abschluss, wie ich finde. Das Dach ist auf jeden Fall nicht spitz, es ist so platt obenrum. Naja, die bayerischen Balken wiederum eignen sich wunderbar. Ihr seht, die Farben passen super ineinander, um das da so ein bisschen mit Fachwerk nochmal nachzuarbeiten, damit es so ein bisschen den gleichen Anschein habt, als ob es da so reingehört. Ich habe da die getäfelte Wand genommen und einfach in weiß alles, sodass man dann einen guten Übergang hat. Oben wusste ich jetzt nicht so genau in der Schräglage, wie man das da so fachwerktechnisch das am besten gestalten könnte. Werdet ihr gleich sehen, da baue ich ein paar Balken mit ein. Aber ja, damit das dann ungefähr so aussieht. Ja, des Weiteren, wie gesagt, der Grottenblitz hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu sehen. Ist das überhaupt das richtige Wort? Den zu dekorieren? Das mal so auszudrücken. Wie gesagt, ich finde das Thema find ich total super. Hier hakt ja so ein bisschen mein Laptop, warum auch immer. Ich hätte da noch irgendwie so kurze Schrägbalken einsetzen können, habe ich aber nicht. Ich suche jetzt hier ein Schild. Normalerweise versenke ich ja die Schilder in den Wänden, sodass man nur noch das lesen kann, nur die Schrift. Geht bei den bayerischen Fachwerke-Wänden jetzt nicht so toll. Hier fällt mir gerade auf, vielleicht muss ich hier nochmal die Dächer ein bisschen verlängern, so nach unten. Das sieht ja schon ein bisschen, das sieht immer aus wie so eine, ich sag's mal wirklich ganz deutlich, es sieht so ein bisschen aus wie eine Pissbot-Frisur, wenn das da so abschließt. Naja, nee, da muss ich nochmal bei, da müssen diese Verlängerungen nochmal dran. Das sieht ja noch nichts aus. Und auch hier nehme ich jetzt diese Tempelbrücke, sage ich jetzt mal. Die fährt ja so ein bisschen aus dem Häuschen da raus und dann direkt über so diese Mauer, über diese Brücke.
Ich glaube allerdings tatsächlich, es ist ein bisschen breiter, also ein bisschen, der Radius ist ein bisschen anders vom echten Grottenblitz, sodass das nicht so eine enge Kurve ist, sondern eine etwas auslaufendere Kurve. Es ist jetzt, wie es ist. Wie gesagt, wenn man den fährt, und also zum Abschluss werden wir da den Grottenblitz ein bisschen fahren, dann sieht man das auch ganz deutlich. Da sieht man deutlich, dass es Spaß macht, den zu fahren, weil der nämlich ordentlich Speed hat. Durch diese Halbräder, der Stitch, wie heißt der denn noch? Ich habe den Namen schon vergessen. Ich schaue noch mal. Sitsch Obira. Der hat mir das gebaut, den Grottenblitz. Tatsächlich auf Anfrage. Der ist super, was das angeht. Er kann das so gut. Den kann ich euch nur empfehlen. Der hat auch eine, also wenn ihr da, der hat viele Coaster, der spezialisiert sich quasi auf die Coaster und hat auch viele im Workshop, die sind super. Also ich habe den nicht einfach aus dem Workshop genommen bei ihm, er hat mir tatsächlich so gebaut, den Grottenblitz, weil ich ihn drum gebeten habe. Und das macht er wirklich richtig geil. So, jetzt kommt ja hier dieses bayerische Häuslein, wo es reingeht. Das ist so eine Mischung aus Haus und Berg. Und also, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, es stört mich auch überhaupt nicht, dass es am Ende total künstlich aussieht. Haus und Berg als Gemisch, sage ich mal, als Einheit, dass das wirklich künstlich aussieht, denn es spielt ja keine Rolle. Es ist ein realistischer Park, ein Freizeitpark, der tatsächlich ja auch mit so künstlichen Sachen arbeitet. Also sprich, wo das dann tatsächlich auch so aussieht. Also man sieht ja das Künstliche. Und ja, deswegen, das ist hinten jetzt offen. Es wird auch, also das ist ziemliche Fummelarbeit, das miteinander zu verbinden. Das sage ich euch gleich. Das hat mich tatsächlich ein paar Minuten, Stunden gekostet. Hier habe ich dann nochmal abgespeichert, man kann sich nie sicher sein. Genau, da habe ich mir den Zug kommen lassen. Den Mine Coaster. Ich glaube, Mine Coaster heißt er einfach nur. Oder Mine Runner. Runner? Wurde ich auf Facebook gefragt. Ich glaube, es ist nur dieser simple Mine Runner, Mine Coaster. Und halt überall die Reibräder, wie ihr seht. Und damit da ordentlich Speed drauf kommt. Weil wenn ihr das nur über Gravitation, sage ich mal, über die Fliehkräfte macht, da kommt gar kein Speed auf. Dann ja, dann dümpelt diese Bahn so vor sich hin und das ist dann auch kein Spaß. Und so hat die richtig Speed drauf. Da hat sich der Erbauer, den ich ja jetzt hier ausgiebig genannt habe, wirklich was einfallen lassen. Ich bin vollstens zufrieden damit. Also die geht ordentlich ab. So wie es sein soll. Ja, ne? Schlecht für den Rücken, gut für den Spaß oder wie war's? Das reimt sich sogar. Oh Gott, so früh am Morgen schon am Reimen. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Und also, ich kann euch schon mal verraten, das Dach wird natürlich wieder mein Feuerwehrdach, was ich so ganz toll finde. Das kann man ineinander verschieben und das flackert dann auch nicht. Und das finde ich halt so toll. Und es macht immer Sinn, sich dann das Fahrgeschäft oder die Bahn, die man, wenn man da Tore baut und sonstiges, sich die da wirklich bis ran kommen zu lassen, auf Pause zu stellen und dann einen ordentlichen Ein- oder Ausgang zu basteln, damit das dann auch alles passt, damit keiner geköpft wird, damit keiner seine Hände oder Arme verliert. Das macht dann schon Sinn. Jetzt gucken natürlich die Felsen innen noch irgendwie durch. Da werde ich, denn der Teil, der Part kommt noch im zweiten Teil, den habe ich noch nicht, gar nicht gebaut. Zwar, das ist die Innendeko, also da ist ja irgendwie so ein Hexenberg drin. Also das sind ja wirklich Überbleibsel aus den Tagen des Heideparks, womit die da
quasi gestaltet haben. Und das kommt erst noch. Soweit war ich da noch nicht, denn da hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Das geht ja auch ein bisschen an die Konzentration, jetzt hier die ganzen gesammelten Platten loszumachen und sie da ordentlich zu verbauen. Bis ich dann, am Ende habe ich mich gefragt, warum habe ich denn nicht eigentlich nur eine Platte gelöst und die immer wieder kopiert und dann dahin geschoben? Wäre deutlich einfacher und schneller gewesen. Aber manchmal ist man halt ein bisschen, wie soll man sagen, im Moment gefangen, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, beim nächsten Mal würde ich das tatsächlich irgendwie ein bisschen anders gestalten. Jetzt fehlten da noch so ein paar Steinchen, um das ein bisschen dicht zu machen. Da muss alles noch ein bisschen mehr verschoben werden, ein bisschen verlängert, ein bisschen hier, ein bisschen da, diese ganzen kleinen Kleinigkeiten. Und dann entsteht jetzt hier so eine Riesenwand, was, glaube ich, auch nicht so wirklich der Realität entspricht. Man fährt ja aus dem anderen Haus wieder raus, glaube ich zumindest, um das so richtig in Erinnerung zu haben. Ich fand meine Brücke aber einfach zu geil, deswegen wollte ich mich wieder abreißen. Und aus diesem kleinen Häuschen fährt dann, glaube ich, auch die... Monorail. Die Monorail fährt da, glaube ich, raus. Fährt doch da noch dran vorbei. Da werde ich mir... Aber die Monorail ist nochmal ein Thema für sich. Also die wird nochmal kommen. Wir tasten plötzlich diese Verlängerung nicht. Obwohl es die gleiche Höhe war. Ja, auch spannend. Jetzt musste ich die auch wieder vom Gebäude lösen und plötzlich hatte ich unten drunter auch irgendwie ein Dach. Das manchmal. Also manchmal ist. Manchmal passt es nicht, ne? Das Spielchen. Aber gut. Dafür ist es ja, um das alles so einigermaßen hin und her zu zuppen. Das steht dann hier auch noch. Da habe ich mir gedacht, ein bisschen Bauschutt. Geröll ist es. Danach habe ich auch irgendwie lange gesucht. Das heißt Geröll. Also wer es mal suchen muss. So, und jetzt mit diesem Stein, da macht es auch nichts, wenn die unten so ein bisschen rausgucken, weil man ja da in diese Drachengrotte fährt. Und dort sind ja Steine, also macht es nicht so wirklich was. Da gebe ich euch mal den Tipp, wenn ihr eine Oberfläche ausrichten, ausstellt. Und dann könnt ihr die quasi in der Höhe verschieben, ohne dass sie sich immer wieder an die Oberfläche ausrichten. Da könnt ihr einfach besser arbeiten, weil die dann auf einer Höhe bleiben. Also die ihr angibt, die Höhe. Und dann ärgert ihr euch nicht die ganze Zeit. Wahrscheinlich ist das ein uralter Bedientrick. Ich erzähle hier wahrscheinlich nichts Neues. Diesen einen Schlenker auf der Brücke habe ich übrigens auch schon behoben. Das hatte ich da schon gemacht. Und jetzt, das ist ja so ein bisschen eingebaut. Also baue ich hier noch die extra Mauer. Obwohl ich weiß, dass am Ende, also jetzt, wenn man die Wände abschließt mit dieser künstlichen Felswand, ich weiß, dort ist eine Einfahrt. Dort ist eine Einfahrt für Betriebswagen. Da muss ich nochmal gucken. Jetzt versuche ich, diese hässliche, dunkle Decke etwas zu verstecken. Und ich glaube, das gelingt eigentlich auch ganz gut. In der Mitte, also ich sag mal, des Kreises, ich sage es einfach mal, dort könnte ja wirklich mal der Gärtner ran, aber dort ist es immer sehr, sehr buschig. So ein paar Felsentannen rein, damit es so ein bisschen Ambiente gibt. Und ich bin gespannt. Ich hoffe ja, jetzt ist schon das zweite Video. Es sind zwei Videos, dann habe ich den Schnitt gar nicht gesehen. Das wäre ja super. Zwischendurch musste ich mal kurz unterbrechen. Jetzt baue ich hier noch die Fotobude hin. Musste dann auch nochmal gucken. Da ist ja eigentlich nie einer drin, in dieser Fotobude. Man kriegt hier nie ein Foto. Also, ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier ein Foto gekriegt habe, war
2005 oder so, keine Ahnung. Das ist schon ewig her. Klar, die müssen auch Personal sparen, aber wir müssen jetzt nicht die Personalpolitik des Eintracht-Subs betreten. Da habe ich keine Aktien drin, interessiert mich auch. Echt wenig. Ich bin jetzt eigentlich nur im Park. Ja, einer dieser rauen Ziegelwände habe ich mir markiert, damit die jetzt immer bei den Favoriten ist, damit ich da immer irgendwie beikomme. Wenn man dieses Gesuche, geht man ja auch tierisch irgendwie hin. Man hat so seine Lieblingsteile, mit denen man gerne arbeitet. Und die sehen einfach geil aus. Also ich finde die raue Ziegelwand zum Bauen wunderbar, passt jetzt auch wunderbar da rein. Hier gilt es, ich sehe es gerade von hinten vielleicht nochmal diese Felswände ein bisschen zu verkleiden. Ich weiß gar nicht, da stelle ich noch ein paar Bäumchen rein. Wie gesagt, hier könnt ihr dann selber Fotos noch einfügen, wenn ihr das wollt. Ich habe da als Platzhalter erstmal diese ganzen Bilder mit Coaster-Bilder reingeballert. Vielleicht mache ich das zum Schluss auch nochmal, dass man so wirkliche, gibt es ja im Internet genug, Fahrtenfotos von Rottenblitz, Fahrtenfotos von der Krake, bla bla, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist es ziemlich buschig, das soll ja ein bisschen verfallen aussehen, deswegen mal mit dem Efeu alles gegeben. Hier sind dann auch ein paar Algen, was habe ich da gebaut, diese Algen, naja, soll da halt verfallen aussehen. Dieser komische Fächerbusch, den kann man auch sehr gut nehmen. Die Treppe muss noch verkleidet werden und ich glaube, das war es tatsächlich. Jetzt war mal ein bisschen Grottenblitz und ich bedanke mich und schaltet auch beim nächsten Video ein. Dann machen wir den zweiten Teil des Grottenblitz. Mal gucken, wo wir dann noch schon wieder mit anfangen. Und habt einen schönen Tag.